Oscar Claude Monet wird 1840 in Paris geboren. Der Junge, den alle Oscar nennen, wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Es herrscht die Wirtschaftskrise. Der Kolonialwarenladen seines Vaters läuft schlecht. Die Familie zieht deshalb 1845 nach Le Havre. Oscar ist 5 Jahre alt. Bereits als 15-jähriger Gymnasiast macht Monet mit Karikaturen von Lehrern und öffentlichen Personen auf sich aufmerksam. Der Maler Eugène Boudin erkennt Monets Talent und ermutigt ihn, Landschaften zu malen. Im September 1879 stirbt Camille, geschwächt von einer missglückten Abtreibung, an Unterleibskrebs. Sie ist erst 32 Jahre alt. Monet verliert die Mutter seiner beiden Kinder, seine Dame im grünen Kleid, sein Modell, seine Geliebte, die auf seinen Bildern mit Sonnenschirm und flatterndem Sommerkleid über Wiesen und Blumenfelder flaniert.